Willkommen zurück zum Projekt Komatsu Forest Joysticks für den Landwirtschaftssimulator. In der letzten Folge haben wir die Halterung zur Befestigung am Stuhl gebaut, die Box für die Technik modifiziert und 2D-Subkabel gebaut. Heute soll es um den ersten Entwurf der Technik gehen, dazu muss man allerdings erstmal wissen, wie die Joysticks funktionieren. Die Geräte sind normalerweise im sogenannten Controller Area Network oder auch CAN-Bus der Maschine eingereiht. Der CAN-Bus erlaubt es, Daten mit nur 2 Datenkabeln zwischen den verschiedenen elektronischen Komponenten auszutauschen. Die 2 Kabel CAN High und CAN Low enthalten hierbei dasselbe Signal, einmal invertiert und einmal nicht invertiert, was der Reduzierung von Störungen dient. Eine Standard-CAN-Nachricht sieht wie folgt aus. Wichtig ist für uns eigentlich nur der Datateil, der 0 bis 8 Byte bzw. 64 Bit lang sein kann, und das CAN-ID-Feld. Die anderen Felder enthalten unter anderem Daten über den Sender, die Länge des Datafeldes, für die Synchronisierung und eine Prüfsumme. Wir bekommen also, falls alles gut läuft, Nachrichten von den Joysticks, die Informationen über gedrückte Knöpfe und betätigte Achsen enthalten. Um diese Nachrichten zu entschlüsseln, brauchen wir ein CAN-Modul für den Arduino und einen Transceiver. Der Arduino Uno R4 Minima enthält bereits ein CAN-Modul, was der Grund war, warum ich mich für dieses Modell entschieden habe. Das hier ist der Transceiver, den Modellnamen habe ich euch hier unten eingeblendet. Da dieser mit 3,3 Volt betrieben wird, brauchen wir hier einen Voltage Translator, der die 5 Volt Signale vom Arduino herunterregelt. In der Arduino Software gibt es für das Modell Uno R4 Minima einen Beispielsketch für die CAN-Kommunikation, die ich hier mal zum Testen lade. Das Programm baut eine Verbindung zum Bus auf und schreibt einfach alle Nachrichten in den Serial Monitor. Schauen wir doch mal, ob der Versuchsaufbau funktioniert. Ja, das war wohl nichts. Ich habe die Joysticks nochmal geöffnet, da sich Debug-LEDs daran befinden, die den Busstatus anzeigen. Nachdem sie einmal aufblinken, werden sie sehr dunkel. Beim zweiten in der Reihe geschalteten Joystick rechts geht sie sogar ganz aus. Das deutet darauf hin, dass die Geräte nicht genug Strom bekommen. Bisher wurden sie mit 5 Volt vom Arduino versorgt. Darum habe ich mir hier ein Netzteil besorgt. Dieses hier leistet 24 Volt und bis zu 2 Ampere. Dazu habe ich hier eine Einbaubuchse. Zum Testen habe ich erstmal mit 2 Jumper-Kabeln verbunden, und zwar so, dass die Pins nach außen zeigen und somit ausgeschlossen ist, dass sich der stromführende Pol mit Masse verbindet und somit ein Kurzschluss entsteht. Und siehe da, an beiden Joysticks leuchtet es nun grün. Auch habe ich die Modus-LED und den Modus-Schalter angeschlossen. Die Vorwiderstände, die ihr hier seht, verhindern, dass die LED mehr Spannung bekommt als zugelassen. Ein kleiner Teil in der Software sorgt dafür, dass wenn der Schalter an Pin 9 den Stromkreis schließt, Pin 11 für die grüne LED auf High geschaltet wird. Wenn der Kreis offen, also der Schalter nicht betätigt ist, ist Pin 12 High und die rote LED ist aktiv. Gemessen ziehen die Geräte etwa 1 Ampere, was ja der Erwartung entsprach, 0,5 pro Joystick. Die Strombuchse habe ich hier neben dem USB-Anschluss eingebaut. Damit die Joysticks nur mit Strom versorgt werden, wenn sie per USB angeschlossen sind, habe ich mich dafür entschieden, ein Relais einzubauen. Wenn das Relais 5 Volt vom Arduino bekommt, schaltet es die 24 Volt für die Joysticks frei, wie hier an der Kontroll-LED zu sehen ist. Wenn das Programm startet, wird hierzu Pin 8 auf High gesetzt, wo das Relais angeschlossen ist. Im Serial Monitor sehen wir nun, wenn ich die Joysticks einstecke, dass viele zunächst kryptisch aussehende Nachrichten reinkommen. Das war schon mal eine große Erleichterung, da ich nun weiß, dass der Bus erfolgreich aufgebaut ist und überhaupt Daten reinkommen. Am Anfang in den Klammern steht die Adresse des Absenders. Anscheinend haben die Komponenten im Joystick verschiedene Adressen. Logisch, denn mit 8 Byte, also der Maximallänge des Datafeldes, kann man schwerlich alle Werte der Taster und Achsen abbilden. In den runden Klammern steht die Länge der jeweiligen Nachricht. Der interessante Datateil steht nach dem Doppelpunkt. Da die Nachrichten aber sehr schnell runterscrollen, kann man nicht gut sehen, ob sich etwas verändert, wenn ich einen Knopf drücke. Also müssen wir irgendwie filtern, sodass wir nur die Nachrichten von einer Senderadresse gleichzeitig sehen. Dazu erstelle ich hier eine Variable für die Senderadresse und eine für die Daten. Nacheinander muss ich nun alle Adressen durchgehen und schauen, welche Adresse welche Werte enthält. Vorerst lasse ich nur Nachrichten von der Adresse 847F5701 zu. Ich habe herausgefunden, dass sich das zweite Byte der Nachricht verändert, wenn ich den linken Joystick bewege. Also printe ich mal nur dieses aus. Nun möchte ich das hexadezimale Byte gerne als Zahl sehen. Deshalb habe ich eine Funktion geschrieben, die das umwandelt. Leider bekommt man vom Joystick keine saubere Range, also der Wert geht beispielsweise von mindestens 20 bis maximal 920, womit man nur sehr schwer arbeiten kann. Darum muss ich hier ein bisschen rumrechnen, hauptsächlich mit Zahlen, die ich durch Probieren ermittelt habe. Den Vorgang wiederhole ich dann für die Y-Achse des Joysticks und lasse die Ergebnisse ausprinten. Und ja, das sieht auch schon mal gut aus. Die nächste Adresse beinhaltet die Taste auf der linken Seite.
Dass ein Byte mehrere Taster darstellt, macht es im weiteren Verlauf etwas kompliziert. Wenn der erste Taster gedrückt wird, ist der Wert des Bytes 1, beim zweiten Taster 2, beim dritten 4, beim vierten 8 und so weiter. Wenn die ersten beiden Taster gedrückt werden, ist der Wert des Bytes zum Beispiel 3. Jeder Taster repräsentiert also ein Bit. Wir müssen also für jedes Bit in diesem Byte herausfinden, ob es gesetzt ist oder nicht. Das liefert uns dann Informationen über die gedrückten Taster. Ich arbeite hier mit Bitshifting und einer Bitmaske. Das funktioniert folgendermaßen. Das hier ist das Byte, die Bits repräsentieren die Taster. Ich möchte also jedes der Bits einzeln auslesen. Dazu verwende ich die Bitmaske 0x1. Wenn ich die UND-Operation auf das Byte mit der Bitmaske anwende, bekomme ich immer den Wert des niederwertigsten Bits, hier also 0. Das kann ich jetzt für die Anzahl der Bits wiederholen und mit jedem Mal schiebe ich eine 0 von links in das Byte rein. Dadurch wird das niederwertigste Bit verworfen und das nächstgrößere rückt an die Position vor und kann ausgelesen werden. Zuletzt speichere ich all diese Werte in ein Array, das ich hier testweise ausgeben lasse. Und siehe da, jeder Taster hat jetzt einen eigenen Wert. Dieses System findet sich noch oft, bei den Vier-Wege-Tastern und dem Tastenfeld. Manchmal gibt es den unglücklichen Fall, dass die Werte der Taster auf 2 Bytes und mehr verteilt sind. Da musste ich meinen Algorithmus etwas anpassen und mit Abfragen arbeiten. Zum Teil eine nervige Sache, hier zum Beispiel für das Tastenfeld. Wie man sieht, hat es dann doch noch irgendwann so funktioniert, wie es sollte. Was wir im weiteren Verlauf mit diesen Daten anfangen und wie wir diese an den PC und an das Spiel senden können, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, Liken, Teilen und Kommentieren nicht vergessen und bis dann!